Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den KWB-Werkzeug-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den gibt es bei Amazon für 49,95 € zu kaufen und da mein Freund und ich halt Bock auf sowas haben... Ja, ich habe eine Make-up-Sammlung, mein Freund hat eine Werkzeugsammlung, habe ich ihn einfach mal bestellt. Ich habe schon super viele andere Werkzeug-Adventskalender auch schon bestellt, hier vorgestellt und so weiter. Meine Passion dafür liegt tatsächlich nicht nur darin, dass ich meinen Freund über alles liebe und ihn unheimlich gerne lächeln sehe. Nein, es liegt auch darin, dass ich mal eine Zeit lang in dem Bereich gearbeitet habe und mich da auch sehr wohl gefühlt habe. Und mich halt auch mit dem Inhalt so ein bisschen auskenne. Ne? Ich finde, dass der relativ günstig ist, ne? Also normalerweise, ja, du hast halt von bis, ne? Ich habe schon den von Engelbert Strauß vorgestellt, ich habe schon den von HZ vorgestellt. Die lagen ja alle etwas höherpreisiger, wobei Engelbert Strauß auch irgendwie unter 50 € war. Und der ist jetzt somit unter einer der günstigsten. Und ich bin sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt, beziehungsweise man kann es natürlich auf der Homepage nachgucken, sprich bei Amazon, ne? Und ich will nicht lange quatschen. Ich finde es richtig cool, wie das Design aussieht. Das ist halt dieses... Sowohl Männer als auch Frauen dürfen gerne handwerken, finde ich mega gut und los geht's. Ist natürlich schade, ne? Wenn man die eins aufmacht, dann ist im Prinzip alles andere weg. Aber man kann sie auch wieder zumachen, dann ist ja alles wieder tutti. Hier sehen wir dann tatsächlich, was am Ende uns erwarten wird. Das ist halt meistens bei diesen Werkzeug-Adventskalendern so, dass du in der Nummer 1 schon direkt dieses Case, diese Tasche drin hast. Die ist sehr, sehr groß. Also ich denke, wir werden hier nicht nur irgendwelche Bits und Nüsse drin haben. Und hier sind auch schon die Aussparungen. Das heißt, ich werde jetzt im Laufe des Unboxings des Adventskalenders hier alles reinpacken. Die Qualität ist solide, aber ne, ist halt ganz normal Schaumstoff, wo dann hier nochmal eine andere Schicht drüber ist, die etwas grobporiger ist. Ja, ne, ist halt ein Case, ist jetzt nicht super derbe oder so, aber ist okay. Die Kläppchen lassen sich echt blöd öffnen und die Produkte sind nochmal mit Teaserfilm festgeklebt. Hier haben wir zuallererst einen Kreuzbit drin und ich weiß jetzt nicht, ob das Philips oder Pozitreif ist. Das steht jetzt so nicht mit dabei. Ich würde jetzt sagen, dass es ein ganz klassischer Philips ist, weil da nicht noch irgendwie zusätzlich eine Verstärkung mit dabei ist. Ja, ne? Ist ein bisschen anders von der Form als die, die ich normalerweise so kenne, weil der hier halt noch diesen Steg hat. Ne? Finde ich sehr interessant. Ist tatsächlich ein Philips 2. Ich kann spicken, denn ich habe hier hinten die Rückseite des Adventskalenders, beziehungsweise man kann das halt abmachen, damit quasi derjenige oder diejenige, der oder die das Geschenk bekommt, nicht weiß, was drin ist. Ich weiß es jetzt. In der Nummer 3 haben wir eine kleine Nuss mit 5 mm. Die schaut so aus. So, jetzt hat er auch mal fokussiert, genau. Und die ist halt sehr sternförmig. Da drin ist kein Hexagon. Und ja, das ist jetzt in der 3. In der Nummer 4 haben wir eine Torx-Verlängerung und das ist T20, genau, also 20er Größe. Und ja, wie gesagt, eine Verlängerung, ne? Ist ein bisschen länger unterwegs, schaut so aus. Qualitativ ist es bei weitem natürlich nicht so hochwertig wie jetzt die Sachen von HZ oder so, die ich in den Händen gehalten habe. Dafür ist der aber halt auch ein bisschen günstiger. Am 5. Dezember, der Tag von Nikolaus, haben wir wieder eine Nuss drin. Das sind jetzt 6 mm und die schaut dann einmal so aus. Am 6. Dezember haben wir dann eine Mini-Ratsche, die so aussieht, wo man dann die einzelnen Bits und Nüsse entsprechend einspannen kann, um sie dann zu verwenden. Übrigens packe ich jetzt gerade quasi das Geschenk für meinen Freund zum 16-Jährigen, denn heute ist der 17.11., er sitzt nebenan und hat keine Ahnung, was ich hier gerade auspacke. Er denkt, dass ich nur Beauty-Adventskalender auspacke. Nein, das ist sein Geschenk zum 16-Jährigen. Am 7. Dezember erwartet uns ein Pozitreif Nummer 2, also Größe Nummer 2, das ist ja eigentlich so immer das Klassische, ne? Also quasi ein Bit. Boah, das haben die echt blöd gemacht, ohne Witz jetzt. Du kriegst es nicht auf. Sondern klebe hier drüber. Wollt ihr mich denn vereiern? Huch, Entschuldigung. Am 8. Dezember haben wir eine Zange drin. Das ist total praktisch, ne? Eine Multizange halt. Und sowas haben wir selten in Werkzeug-Adventskalendern. Feiere ich immer sehr und braucht man ja auch. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine weitere Nuss freuen. Und dieses Mal mit 7 mm als Durchmesser. Also ich weiß, dass mein Freund safe wahnsinnig werden würde, wenn er den Adventskalender selber auspacken müsste. In der Nummer 10 haben wir einen Torx 25er Antrieb als Verlängerung quasi. Also, oder ein Langbit, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte. Ja. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, gibt uns wieder eine Nuss und zwar mit 8 mm.
Und ja, so könnt ihr euch einfach mal das Produkt aus der Nähe anschauen. Ne? Ist doch ganz hübsch. Ich glaube, dadurch, dass du halt hier nicht das Hexagon, sondern halt mehrere von diesen Rillen da drin hast, dass es halt richtig so, ne, ganz viele Rillen hat, hast du einfach ein bisschen mehr Grip. Ja, sowas ist nie weg, ne? In der 12 zur Halbzeit bekommen wir einfach mal ein Maßband. Das ist praktisch. Das sind 2 Meter auf dieser Rolle. Kann man definitiv auch immer gut gebrauchen. Und ja, ne, im Haushalt, zum Handwerken, zum Heimwerken, zum allem. Und ja, finde ich gut. Oh, guck mal, das hält von alleine und dann. Oh, ohne dass ich Angst haben muss. Hat ja auch noch einen Gürtelclip. Super. Am 13. Dezember erwartet uns wieder so einen langen Bit. Und zwar ist das der Torx 25er. Hatten wir nicht den eben schon? Okay, aber dann ist er jetzt quasi ein bisschen kürzer als der, den wir vorher hatten. In der Nummer 14 haben wir die nächste Nuss und zwar mit 9 mm. Also wir bauen uns hier unser kleines Nusssortiment schon mal zusammen. Das ist ganz schön. Die Nummer 15 ist offensichtlich magnetisch. Jedenfalls steht es da auf der Rückseite drauf. Und ich weiß aber nicht. Ich glaube, da kannst du die einzelnen Dinger hier reinmachen, oder? Kann das wohl? Ja, genau. Die passen da super rein. Also das ist quasi der Bithalter. Und dann kann man die Bits da reinmachen und dann hält das magnetisch. Das finde ich klasse. In der Nummer 16 haben wir den nächsten langen Bit. Das ist jetzt der Torx 30er. Schaut dann so aus. Na, Fokus vielleicht ein bisschen. Und auch den kann man dann in die Halterung zum Beispiel reinmachen, die wir eben drin hatten. Quatsch, dieser kurze Torx, den wir eben hatten, der T2025, was auch immer das war, der gehört natürlich zu den normalen Bits, die wir hier schon drin haben. Torx 25er. Mensch, Mensch, Mensch. Und noch eine Nuss in der Nummer 17. Hier haben wir die 10 mm Nuss. Ich finde es ehrlich gesagt schön, dass wir das so größentechnisch auch so nach und nach sortiert haben. Ne? Praktisch kann man das nämlich so nach und nach direkt hier auch reinstecken. In der Nummer 18 haben wir, ich würde sagen, eine Verlängerung drin. Genau, das gehört nämlich auch auf die Ratsche mit drauf. Schaut dann so einmal aus und ist dann ja, so ein ganz normaler Hexagon. In der Nummer 19, wir sind übrigens in der Weihnachtswoche drin, haben wir einen Magnetisierer und einen Demagnetisierer. Das ist auch immer sehr, sehr praktisch, wenn man quasi seine Werkzeuge magnetisieren oder demagnetisieren möchte. Hat man auch nicht jedes Mal in einem Adventskalender mit dabei, ne? Schön. Unsere vorletzte Nuss erwartet uns, oh, mein Fingernagel, au, erwartet uns in der Nummer 20 und das ist jetzt die mit 11 mm als Größe. Oh, guck mal, und in der 21 haben wir einen übergroßen Nagelclipser. Nein, das ist so eine, ja, ist ja keine Schere. Oh, das schließt aber nicht so gut. Das ist ein bisschen verbogen offensichtlich. Und ja, das ist keine Zange. Ach Gottchen, wie heißt das denn jetzt hier? Ein Knipser, wa? Das ist ein Knipser, genau. Ganz bestimmt ist das ein Knipser. Licht ins Dunkel oder auch nicht. Ich dachte, das wäre eine Taschenlampe. Nein, die Nummer 22 ist natürlich ein Flaschenöffner. Okay, ja, das ist eher so ein Gimmick, ne, was man ab und an auch mal mit dabei hat. Normalerweise hat man sowas auch gerne mal in der Nummer 24 drin. Ja, ist aber praktisch. Die Nummer 23 enthält die letzte noch fehlende Nuss und die hat jetzt eine Größe von 13 mm und vollendet unser Nusssortiment. Hübsch. Oh, und in der 24 haben wir eine echt coole Taschenlampe drin. Dann mache ich hier mal die Folie ab. Ich weiß nicht, die kann man über USB laden. Ich weiß nicht, ob die... Ne, die ist natürlich noch nicht geladen. Doch, ist sie. Guck mal. Schick, schick. Sehr, sehr cool. Und ja, die ist auch sehr praktisch, weil die halt so klein ist und so schmal. Da kommt die auch echt gut in so Ecken und sowas rein. Finde ich klasse. Hat hier auch noch so einen Halter. Und gleichzeitig, das finde ich auch sehr praktisch, ist da auch noch ein Magnet mit bei. Ne? Also du kannst die auch, wenn du so eine Werkzeugband hast oder so, einfach magnetisch befestigen. Das finde ich sehr praktisch und natürlich ist auch mit dabei noch ein Ladekabel, was auch perfekt in den Werkzeugkoffer reinpasst. Eine Gebrauchsanweisung. Und dann mache ich das jetzt hier alles mal schick, presse alles fest und dann kann ich euch nämlich zeigen, wie jetzt das Werkzeugtäschchen aussieht. Mag ich gerne leiden. Also das ist ein tolles Sortiment, eine schöne Auswahl und das kann man safe gut verschenken. Ich finde auch 50 Euro dafür vollkommen gerechtfertigt, dafür hat man halt 24 Tage Spaß. Und ich finde, es ist eine gute Auswahl. Das Einzige, was halt noch fehlt, sind so Schlitzbits zum Beispiel, was aber nicht allzu schlimm ist, weil ganz ehrlich, so viele Schlitzschrauben gibt es nicht mehr.
Ich finde den Adventskalender ziemlich gelungen. Also ich denke, auch wenn ich meinem Freund das gleich geben werde, wird er sich darüber freuen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass viele Männer und Frauen, die handwerklich Bock haben, sich darüber freuen werden. Deswegen ist es für mich eine klare Empfehlung. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da habe ich euch den verlinkt. Und ja, das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!